Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Let's Play City Skylines. Ja, ich habe mir das Spiel mal gekauft und ich wollte es einfach mal zeigen. Hier gibt es ein paar Maps, die jetzt auswählen. Ich habe mich schon vorhin entschieden, wir nehmen die Aspen Ridge. Unsere Stadtname heißt West Valley, einfach weil ich das zu unkreativ bin, mir da was auszudenken. Ja, deshalb nehmen wir einfach West Valley oder können wir das herstellen? Das heißt Westfield Rockwood. Gefällt mir. Wir lassen Rockwood. Ich würde sagen, wir beginnen einfach. Also, dass das Spiel nicht zu laut ist, als er natürlich macht man mir auch gut. Also, weil es war auf meinen Ohren schon ziemlich laut und deshalb, naja, muss ja nicht sein. Ich glaube, das lebt ein bisschen länger leider. Keine Ahnung wieso. Weil es ein, ja, natürlich von anderen Spielern erstellt die Map ist. Hat man ja gesehen. Glaube ich zumindest, wenn man es gesehen hat. Sieht man das? Keine Ahnung. Ja, wir werden immer so um die 15 Minuten lange Folgen machen. Ich versuche mich dran zu halten und einfach eine Stadt bauen. Natürlich mit einem vernünftigen Wirtschaftssystem und sowas. Ich habe jetzt nicht so viele Mods runtergeladen. Ich habe ein paar drin, aber nicht zu viele. Einfach weil ich es nicht zu komplex machen wollte. Kann ich auch machen. Naja. Man kann ja letztendlich so die Ampelsteuerung selbst übernehmen in diesem Spiel mit diversen Mods. So. Also hier geht's los. Ne? Wir müssen eine Straße bauen. Könnten. Wie viel Geld haben wir? 70.000 haben wir zur Verfügung. Wir können auch keine Autobahn weiter bei uns halt. Müssen wir wohl erstmal. Das kann man ja noch ändern im Nachhinein. Okay, Bahnlinie, das ist interessant. Also ich würde sagen, wir fangen gleich mal hier unten an, erstmal mit unserer kleinen Stadt. Wir haben ein Bedürfnis nach Wohnen. Hier können wir natürlich auch nachkommen. Ja, machen wir die Größe so. Ich habe es hier auch nicht gerade das Einfachste ausgesucht mit einer Map, die in den Rocky Mountains spielt. Aspen ist meins zumindest nach. Wieso haben wir die Stadt eigentlich Aspen genannt? Kann das ändern? Nein. Wenn der Map-Ersteller die Stadt so nennt. Aspen, so jetzt. So. Ist auch gar nicht alles nutzbar, leider, aber naja. Ich muss sagen, das ist als erstes Wohnen. Nehmen wir noch besser dazu. Sollte ich relativ schnell filmen. So ein paar Einwohner dazu bekommen. Ja. Wir haben übrigens das US-Thema, nicht das europäische Thema, weil mir es nicht so gut gefällt mit diesen eng zusammengebauten Häusern. So finde ich nicht so schön. Und das müssen wir bei Gelegenheit mal fertig bauen. Und die Leute brauchen Strom. Immer so oberflächlich. Der umproduziert es gut, ja. Würde ich sagen. Ich meine, wieso nicht hier oben? Ist zwar keine Dauerlösung, aber es ist eine Lösung. Eine Stromleitung noch da. Die funktioniert erstaunlicherweise. So, das Wasser fließt nach da. Also viel wie, dass wir unser Frischwasser mal hier abpumpen. Und das streiche ich auch noch da abgeben. So. Das ist gar nicht so billig, dass wir das jetzt so, oder? Ja. Das hat man geschafft und Strom brauchen wir natürlich auch noch. Wenn auch immer Wasserstrom bauen können. So verbinden wir erstmal die beiden. Und danach noch da und so haben wir erstmal unsere Stromverbindung. Und es ist Nacht geworden und es regnet. Und wir haben Bedürfnis nach Gewerbegebieten. Was Gute. Gewerbe habe ich gesagt. Industrie machen wir hier auf die andere Seite der Autobahn. Gedacht, wir machen einfach eine Straße durch. Industrie. Ach, ein Bedürfnis noch. Das ist gut. Und natürlich auch noch was an Strom. Eine Stromleitung reicht eigentlich. Bevor wir hier noch irgendwelche Ideen haben. So. Am Anfang ist das nicht schön, aber.
Ich meine, ich glaube, dieses in diesem Tal werden wir, denke ich, die erste Stadt errichten. Das wird sowieso nicht schön werden. Wir können ja da hinten nur so schön bauen. Nicht da, was ich meine. Nö, ist doch gut. Aber was ich noch kurz checken würde, ist so. Kurz mal. Den Autobild das Mod aktivieren. Das wir nicht hier verbrannten wollen oder so, selbst herrichten können. Okay, noch ein bisschen bedürfen nach Wohngebiet, aber ich glaube, wir machen erstmal das vor, was wir haben. Und wir dürfen so schon nicht bauen. Es steigt halt. Das ist gut. So, jetzt gehen wir runter. Das finde ich echt ganz schön, hier diesen Berg zu bauen. Kleiner Weiler, das ist nur abgeholt. Wir haben neu bedeutet, wir haben die Afros, wir haben die Melbourne, wir haben die Kunschel und wir haben den Japanese Style Elemental School 2. Jetzt habe ich selbst gedacht, wenn mir das Video freut, was gefallen hat. Ich würde das alles mal das jetzt weiterhalten. Kannst du was? Ja, kannst du. Du musst nichts können. So. Ich glaube, eine Arztpraxis kann ich gar nicht schauen. Ich würde auch sagen, errichten wir gleich mal. Noch da. Ja, das sind ein bisschen da, was das gerade sagt. Aber es hat schon was, dieses einzelne Fall zu bauen. Aber ich glaube, langsam, aber sicher, haben wir noch kein Auto mehr frei. Aber wir finden gut Geld. Und es werden Arbeiter benötigt. Müssen wir warten, bis die Nachfrage irgendwie wächst. Bin gerade eingezogen, suche nach neuen Freunden. Hashtag einsam. Okay. Wirtschaftsfenster. Okay, interessant. Ich will ja mal ein Stadtgebiet testen. Wenn ja, wo? Oder nicht? Das ist Terraform und das ist, glaube ich, auch nicht standardmäßig. Ich weiß nicht, aber wir können aber eigentlich eine Schule bauen. Wir können die normale Grundschule bauen. Was kostet das? Die kostet 12.000, die kostet 10.000. Ja, wir kommen auch nicht normal. Irgendwie so nach hier, würde ich sagen. Da werden die Leute ein bisschen intelligenter. Intelligenter. Oh, ich würde mein Steamroller nicht mit aufgenommen. Das könnte mich über die Zeit stören. Diverse Karten. Wir arbeiten damit und wir haben auch gute Versuche. Da über der Schule und über die Schule. Das finde ich mal schön. Und nehmen wir aber nicht, wenn es nicht zu viel kostet. Das kostet die 4000 jetzt. Aber egal, was wir jetzt machen, das würde irgendwie störend sein, ne? Weil da wird man die Autobahn schlecht vorbeikriegen und da. Die Autobahn wird gleich einen Knick machen müssen. Ich mach die Autobahn danach hier so einen Knick hier, oder wir bauen einfach. Obwohl, die Autobahn müssen wir eigentlich gar nicht weiterführen. Also, ich würde sagen, wir bauen einfach ab. Doch, ich würde sagen, dass wir die Autobahn hier durch weiterführen und hier so einen Highway oder sowas runterbauen. Die haben auch schon Wasser? Ja, also haben sie. Gut. Bei mir Anschlusssteinnetz nennen das. Was, wenn er stetig mehr Einwohner? So steckt der nicht schnell. Dann würde das Spiel vielleicht auch etwas schneller gehen. Hier haben wir das Klinik. Knie. Sag mal so, wird das Klinik ausgesprochen? Ja. Das ist viele Autos. Ja, das Spiel. Ich finde es doch ziemlich schön aus. Und so guckt dieses, hat schon was. Und wenn die Kamera natürlich wegen diesen ganzen Bergen relativ interessant ist. So. Ich denke, bei 1000 haben wir dann den nächsten Meilenstein erreicht. Das ist eigentlich nur eine Reihe nach, um den Wohngebiet auszuwählen. Ach, wo ich jetzt ein komischen Wasser geht, dann verlangsame ich die Zeit wieder. Okay, interessant. Das fehlt an Leuten, die Stadt gefällt mir ziemlich gut. Richtig schön. Ich muss einen Mod runterladen, dass das Ding da weggeht. Erinnert mich nochmal dran an die Kommentare am besten.
ist schon ziemlich schön geschafft. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es schneiden werde, weil wenn ich es nicht schneide, geht es umso schneller, das alles hochzuladen. Vielleicht lasse ich es mal noch umso schneller, mal sehen. Aber auf jeden Fall schön zu sehen, wie die Stadt wächst. Ja! Würdiges Dorf. Wir haben die Feuerwehr und wir haben eine Stadtführer vorgesagt. Da kann ich nämlich einen Stadtführer anlegen. Damit nämlich kann ich so ein Stadtviertel machen. Von mir aus sollte man so viel Dinge machen. Hier unten ein Viertel geben. Schön, dass ich hier mit rumhabe. So. Hier ist der Buchenplatz. Okay, schön. Das ist ja gut, wenn man hier raus und dann sieht man also. Myrtenplatz und den Buchenplatz haben wir jetzt. Schön. Und wir haben wieder Nachfrage nach Wohngebieten. Wir haben fast alle, was wir da so haben. Platz hat er schon aufgebraucht. Ich würde sagen, welche Richtung wir müssen, so wie gehen nach da oder nach da. Dann geht es mal hoch. Bevor du fertig bist. Wir wollen gleich mal einen größeren Stil. Ein bisschen aufgeräumt ist. Dann können wir mal andere Straßen verwenden einfach. Die kleinen Straßen sind jetzt schön. Und besser ist diese Feldwege. Alles ist besser als diese Feldwege, aber naja. Nein, die haben noch kein Wasser. Die Stadt. Wir brauchen. Wir können jetzt Feuer und alles bauen. Ich habe Feuer und Feuer. Das ist erstmal das Wichtigste. Das möglichst zentral. Ich kann alles abdecken. Ja, brauchen wir sie genau dahin. Polizei brauchen wir auch noch. Die kostet 6000. Nehmen wir die kleine. Die passt doch gut rein. Bildung haben wir. Ah, das wird ganz gut. Richtlinien aufstellen. Ich habe doch keine Richtlinien aufstellen. Ich keine Ahnung von. Steuern, ja, lass mal mal so simpel. Die Gewerbesteuer sich alleine erhöht oder echt? Ah, ja. Die haben dann alle keinen Strom, weil wir zu wenig Strom haben. Brauchen auf jeden Fall mal ein Kohlekraftwerk. Brauchen wir dafür Kohle? Das sind Bottini da bestimmt, oder? Kohlekaffee mit Kohlenstrom. Ja. Ist vielleicht nicht ganz so billig, aber naja. Ich glaube, dann erstmal wieder eine Weile keine Probleme. Ja. Ist gut. Und ich denke, es werden auch mehr Einwohner werden, deshalb. Alles cool. Ja, okay. Und es werden noch immer mehr Einwohner. Yay. Ich glaube, wir müssen mal den Buchenplatz. Und ihr könnt übrigens mal Namen für die Stadt teilen. In die Kommentare schon. Wenn euch langweilig ist. Zack. Ja, was mein Künstler gibt. Schon wieder alles besetzt. Geht mit einem größeren Stil voran. Ja, aber es scheint echt gut zu funktionieren. So, ich brauche jetzt auf jeden Fall mehr Platz für. Dings da. Geschäftszeug. Das, wo ist die? Ach, die Bahnlinie gibt es noch gar nicht so weiter. Ja, wir gehen hier auch noch mal ein Stück mit der Straße nach unten, würde ich vorstellen. Wir spielen noch eine Minute. Wir wollen hier auch erstmal so ein Viereck. Ein schönes. So. 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 Gehen wir schon weiter. Und dann gehen wir. Ganz so schön. Ich will mal so einen Brunnen bauen. Winzige Kleinstadt. Yay! Yeah. Kein Rauchverbot festlegen, das ist cool. Weil dann haust du verbot, aber weil ich gar nicht weiß. Nicht mehr.
Eine Pflasterwege, Kanäle, Hochwasserschutz, eine Oberschule im japanischen Garten. Ja, mir viel freigeschaltet. Ich hab noch so eine gebogene Straße. Ich würde sagen, das war's damit auch schon für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn nicht, dann einen Daumen nach unten. Wer es noch nicht getan hat, abonnieren und tschüss und bis zur nächsten Folge.